Hallöchen, Popüche, liebe Freunde. Wir sind heute bei was anderes da. Die haben wir denn gefunden. Schaut euch mal an, was wir hier Schönes haben. Ein Gecko. Der heißt sogar, steht immer alles drauf, Leopard-Gecko. Das sind echte Geckos, die es auf echt geben tut. Ich finde die total klasse. Ich finde die sogar gut und sehr lehrreich. Wenn man sich das hier mal so anguckt, sind ja so Informationen. Also die Dinger gibt es hier alle. Von Metallic. Die ändern ihre Farbe mit Wasser. Verschiedene. Und sogar super selten mit vier Effekten. Steht auch jetzt drauf. Und hier hat man die Informationen, was dieser Gecko ist, wie groß der ist, ob er klettern kann oder so. Das wollte ich euch nur mal so zeigen, weil wir haben hier, weil wir das so toll fanden, haben wir uns fünf Geckos gekauft. Von 20. Kann auch sagen, von 20 Geckos hier, steht auch drauf, danke Maus, 20 den coolsten Geckos gibt es. Natürlich kann man auch mal das Pech haben, dass sie sich wiederholen, dass sie einfach wieder rankommen. 20 coole Geckos und die kosten wirklich, sage und schreibe, 3,99 € eine solche Tüte. Aber wir wollen jetzt anfangen, nicht großartig labern, wir packen aus. Ich packe zwei aus und Samantha packt drei aus. Okay. Deswegen fängst du auch an, Alle oder ein? eine auszupacken und dann legen wir sie alle schön hier hin. Ja, ich habe gedacht, den, aber dann ist das meiner. Ist egal. Wenn es geht, das Video ein bisschen kürzer halten, nicht so viel darüber. Soll ich euch mal erst mal zeigen oder soll ich selber gucken? Nee, zeigen. So mache ich das immer. Also, das sieht man jetzt so nicht. Da musst du da runter in die Kamera halten. Einer, den haben wir nicht. Hol ihn raus. Nee. So, hier haben wir den Zettel. Das ist ein. Kannst du das so? Der ist ein. Ja, sie. Wie wird das denn ausgesehen? Ein Felsengecko. Psychedelischer Felsengecko. Okay. Kannst du nochmal Soll ich mal zeigen? hier hinlegen, damit man das so sehen kann? Oder Den packe ich weg. komplett weglegen? Ich will ihn nachher hier so aufs. Ein sehr hübscher Gecko. Du kannst dich jetzt mal sagen, was das jetzt für einer ist. Ist das ein Metallic, ne? Oder? Nee, das ist doch nicht metallisch. Ne? Ne. Weiß ich nicht. Guck Der mal, ich mal in die Grenzoge. Mitte, so weiter so. Ja? Und dann nochmal kurz Das ist der aufklappen. erste. Das ist der 14. Und Das das ist ist Nummer der. 14. Hier haben wir wieder einen Text. Kann ich jetzt zeigen? Hier haben wir. Der ist tagaktiv. Der ist tagaktiv. Weil er eine runde Pupille hat. Okay, also runde Pupillen haben Dings und die schlitzige Pupillen haben, wie man das hier sieht, glaube ich, ist das hier aufgezeichnet. Da, Schlitzepupillen. Ist der nachtaktiv? Okay. Okay. Ne, das ist ja nun mal die Standardseite. Kann man aber noch mal kurz hinlegen, damit wir weitermachen können, ne? Es ist ein ganz normaler. Das ist ein ganz normaler. Okay. So, hier sieht man den noch mal. Die ganzen Werte. Der ist nicht besonders groß. Klettern kann er einigermaßen. Tarnung Im täuschen Gegensatz zu ist er dem sehr hier. gut. Und der ist super selten. Also die Seltenheit der Geckos in der Tüten, sie haben nicht damit zu tun, weil selten ist sehr groß. Also der ist wirklich ziemlich selten. Sieht auch sehr gut aus. Kann man den immer noch reinlesen? Das wollen wir jetzt natürlich nicht alles machen. Nee. Wisst ihr, wo das ist? Sieht aus, irgendwie aus wie Australien oder so. Aber warum ist der Pfeil da von da nach da oder? Ich glaube, der kann da sein, so gut wie auch. Ich glaube das nicht. Der ist da durchgefallen. Wie geil ist das denn? Ich habe den Gecko. Der sieht auch wunderbar aus. Eigentlich relativ schöne Tiere. Samantha hat damit auch vor, die Dekoration zu machen. Ich habe den Ornament Takigetto. Das ist die Nummer 12. Mit Metallic-Effekt. Guck mal, das soll ein Metallic-Effekt sein. Wann soll er auftauchen, der Metallic-Effekt? Kann ich mal kurz gucken? Ja, natürlich.
Nice, oder? Ist der überhaupt? Finde ich jetzt nicht so wirklich metallic. Der glänzt, aber ist nicht metallisch. Ja. Da steht irgendwie. Echse in Regenbogenfarben. Weiß ich nicht, sind das Regenbogenfarben? Nee. Hier sieht das ja auch anders aus. Vielleicht ist das auch mit Wasser oder sowas. Muss man mal genau reinlegen. Auf jeden Fall ist die Größe 2. Der kann gut klettern, kann er. Seltenheit, es geht so. Also mit 3 Punkten auch schon relativ selten. Tarnung auch einigermaßen. Lebt mehr, also auch Pollen, Insekten, Nektar. Und wo zum Geier ist dieser Punkt? Auf irgendeiner Insel. Ja, guck mal hier, das ist nur. Im Was ist Wasser. das auch Es ist immer? ein Wassertier, deswegen ist Okay. es ein Wassertier. Es ist ein Wassergecko. Pudelwohl. Auf Blättern und Ästen fühlt sich der Dings Pudelwohl. Guck mal, da könnte man die wirklich auch auf der Dings tun. Mal gucken, ob wir da. Das sieht nicht. Das Gesicht sieht irgendwie komisch aus. Da schaut die da an wieder. Nur, ich verstehe das mit den Metallic-Farben nicht. Also Metallic finde ich den jetzt nicht. Naja, machen wir das nächste auf. Die will, jetzt haben wir dann nicht hier alles behalten, weil da steht ja alles drin. Oh nee. Wobei, nee. Oh nee, sieht den Schatten anderer Zelte ein. Man sieht den Schwanz schon. Aber jetzt haben wir, da hat das nicht gezeigt, dass man den Schwanz schon sieht. Da habe ich schon Da, gesehen. ah Ich ja, da habe ihn ist er schon schon. gesehen. Ist nicht derselbe. Also die sehen optisch relativ gleich aus. Die haben sie nur anders angemalt und ein bisschen Außer der. anders. Außer der. Der ist ja Der wirklich ist schon mal anders. allgemein ein Die bisschen legen wir auch dicker und hin. der Ja. Schwanz ist doch anders. Jetzt haben wir ihn. Oh, das ist nicht, dass er selten ist, oder? Mach den auf jetzt. Komm, wir wollen es wissen. Ich glaube, Samantha hat den super seltensten Ich Gecko. habe jetzt schon gelesen, weil man sieht ja mit Metallic und Farbwechseleffekt, leuchtet im Dunkeln und macht Geräusche. Leuchtet im Dunkeln. Wir haben den. Leute, wir haben jetzt schon den seltenen Gecko. Oh, das Damit habe stinkt. ich ja gar nicht Das stinkt gerechnet. ein bisschen. Stinkt? Ehh, da riecht er nach Farbe. Ich hoffe, er wegen dem Leuchtenden. Der macht Geräusche. Der hat aber, guck mal, der hat da drin aber auch. Deswegen macht er Geräusche. Hört ihr das? Das ist der super Das ist der super seltene Gecko. Hier steht's auch drauf. Da, ich zeige noch mal eine offene Zupackung. Neu. Es ist Planet World sowieso. Dings. Und hier hat man das hinten. Der ist selten. Der ist selten. Und der ist super selten. leuchtet Und aber noch nicht. Samantha hat einen super seltenen Gecko. Wir wollen uns den nochmal richtig anschauen. Den super seltenen. Wie heißt der denn, mein Schatz? Das ist der Toki. Macht er den Sound wirklich? Ich habe keine Auf Ahnung. echt? Toklei heißt er. Ist aber auch nicht gefährlich. Ist doch nicht gefährlich. Super. Da. Toki, ruft dieser Ge ruft diese Gekko ganz laut, deshalb der Name. Okay. Aber hört dich nicht so an. Hört dich nicht an wie Toki. Ich weiß nicht, wie man das auch so machen kann, easy. Naja, das glaube ich ja weniger, aber. Wir haben den super seltenen Gecko. Ich glaube, da ist er ja schon mehr als stolz drauf. Der ist so süß. Klären es doch nochmal auf, Der Maus. ist groß. Ja, kannst du das reinzeigen Ja, auch? Und der dann ist dabei. groß. Der kann gut klettern. Der ist groß. Oh, was heißt denn groß eigentlich? Müssen wir uns später reinlesen. Wir können ja nicht das Video sagen, wie groß der werden kann. Der kann Steht aber gut bestimmt im klettern. Text. Tarnung. Auch mittelmäßige Seltenheit. Also die Seltenheit spielt wirklich nicht die Rolle, wie selten der auf echt ist, wo ich zuerst gedacht hätte, das ist so. Nee, aber in der Tüte, die Seltenheit, haben wir wirklich den super seltensten Gecko. Wahrscheinlich einer in 10 Kartons, weiß ich nicht, wie selten der ist. Auf jeden Fall ist er super selten, hat man ja gesehen.
Wir haben jetzt schon vier verschiedene. Ja, super. Super, super. So, habt ihr noch Jetzt. nicht davon gemacht, ein paar? So, wir hatten kurz Besuch, deswegen musste ich kurz auf Pause drücken. Das Aber ist das ist nicht schlimm. also. Das lesen wir gleich durch, wie das noch mit Metallic funktioniert. Eine Tüte du, eine Tüte ich. Ich fühle, hoffentlich ist da nicht derselbe drin. Mich wundert, dass wir noch nicht einen derselben haben. Es gibt ja nur 20 verschiedene Geckos. Soll ich auch noch Ja, los, komm, machen? mach auf. Wir beide machen jetzt zusammen nochmal einen auf. Ich habe einen anderen Gecko. Ich habe einen hässlichen Gecko mit einem kleinen Schwanz. Ja, aber die befürchten uns mit dem. Nein. Nein. Lass ihn gleich, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe den Leopardengecko nochmal. Oh. Mach Ich hatte das Gefühl, ich habe noch nicht geguckt, aber. mal auf. Nee, ist ein Nee, anderer. nee. Ist ein Oh, anderer. ich dachte Wir gerade. haben wieder einen anderen denn. Also. Aber das Mann fühlt sich genauso an. Der ist genauso hässlich. Okay. Also meine heißt Helmkopf. Helmkopfgecko. So, meine heißt Einankrallengecko. Bunte Nachtsicht. Ich meine, letztendlich ist der ja gar nicht so. Man sieht, die haben sich denn nur dieselben Geckos genommen. Meine ist mit Farbwechseleffekt. Mit Farbwechseleffekt. Aber er macht wahrscheinlich wieder die Punkte weg. Deiner kann gar nichts. Meiner kann gar nicht. Habe ich einen ganz normalen. Ja. Ah, du hast da ja Farbwechsel. Der ist auch Farbwechsel gewesen, der bunte Gecko. Den einen. Ach, das sind alle mit den dicken Schwänzen hier. Schade. Ich habe gehofft, dass wir den fliegenden Gecko kriegen, ehrlich gesagt. Weil der fliegende Gecko, der hätte mich auch noch interessiert. Der ist auch selten. Der da, der hat mich jetzt wirklich noch mal interessiert. Mein Kaffee habe ich jetzt stehen lassen. Oh, echt jetzt. So, liebe Freunde, welcher, kennt ihr die Dinge auch? Welcher Gecko ist denn euer Favorit? Bitte, gib uns Informationen. Wir haben jetzt von 6 Geckos, also von gestern eingeholt, heute 5 Stück gekauft, 5 verschiedene Geckos bekommen. Das macht es für das nächste Mal ziemlich schwierig, neue verschiedene noch zu kriegen, weil irgendwann wiederholen sich die auch. Aber wir haben auch den super seltensten. Und immer da denken, liebe Freunde, wenn sie nicht fix, dann wie die Foxys. Game over.